an Sie, was das Trainingslager anbetraf? Stimmung, Arbeitsinhalte, Trainingsinhalte, Zustand der Mannschaft? Ja, sehr gut. Ich glaube, Julian macht hier einen hervorragenden Job mit viel Energie, mit hungry for more ist ja unser Slogan und das merkt man hier auch, ne? Dass das Trainerteam heiß ist, jetzt mit dieser Mannschaft die Vorbereitung zu bestreiten und sich dann auch irgendwann auf den Saisonstart freut. Also das, was ich jetzt hier mitbekommen habe und was ich von den einzelnen Protagonisten gehört habe, sowohl Spieler als auch natürlich Trainerteam und Sportdirektor, ist, dass das ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager ist mit guten Trainingsinhalten und dass es zwar kurz ist natürlich und dass natürlich auch noch nicht alle Stammspieler da sind und es wird sicherlich noch den einen oder anderen Neuzugang geben, aber dass es trotzdem sicherlich ein sehr sinnvolles Trainingslager ist. Sind Sie eigentlich in die Transfergespräche involviert oder ist es quasi, was ist der Herr Krösche macht und dann Sie von oben nur so ein bisschen über die ganz großen Themen bei solchen Gesprächen gucken? Ja gut, von oben gucken wir eh nie, wir gucken uns immer auf Augenhöhe an, also daher tauschen wir uns natürlich aus und viel aus und mehrfach täglich aus. Aber das wissen Sie auch aus der Vergangenheit. Ich bin nicht der Head of Recruitment und auch nicht der Head of Scout und auch nicht der Sportdirektor. Dementsprechend habe ich jetzt keine Meinung, ob der Linksverteidiger oder der Rechtsverteidiger oder der Sechser, sondern ich bin derjenige, der natürlich auf das Gesamtbild auch des Budgets natürlich guckt, was wir machen können. Natürlich schaut, dass wir auch innerhalb unserer Leitplanken uns bewegen. Aber das ist insofern gar kein Problem, weil Julian und Markus die Philosophie, die wir als Club vorgeben, absolut mittragen. Sonst hätten wir beide auch nicht verpflichtet, sodass wir da auch gar nicht so viel diskutieren müssen, um welche Spieler es geht, sondern wir müssen halt gucken, was machbar ist. Und daher bin ich natürlich in alles mit eingebunden und versuche, das Team bestmöglich zu unterstützen. Als Herr des Budgets, wie bei Gruppen am Geld? Ja, Hartmann, wir kommentieren natürlich wie immer jetzt keine Spieler, die wir dann noch nicht bekannt gegeben haben. Und natürlich hapert es, und das gilt ja allgemein, immer mal wieder auch am Geld, weil wir keinen Geldspeicher haben, das habe ich schon mal gesagt, sondern wir müssen auch gucken, trotz Champions-League-Qualifikation, und natürlich trotz höheren TV-Einnahmen, die wir dann auch in der Bundesliga generieren, müssen wir natürlich trotzdem schauen, dass Dinge für uns machbar sind. Und das betrifft, wie gesagt, jeden Transfer. Wir wollen natürlich den Spieler auch aus unserer Sicht zu einem vernünftigen Kurs einkaufen, sodass wir sagen, dass sagen wir mal, der aktuelle Stand des Spielers, aber halt auch die Zukunft, weil wir investieren ja nicht in alte Spieler, die jetzt schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt haben oder streichen wir das Wort alt und sagen erfahrene Spieler, sondern wir investieren in junge, hungrige Spieler, die den nächsten Schritt mit uns gehen wollen. Aber auch da muss es natürlich passen, dass unsere Vorstellung, wo der Spieler irgendwann mal landen kann, dann auch zu der Ablösesumme passt. Und dementsprechend, und Sie sehen ja, dass die Transfers jetzt nicht irgendwie, nachdem das Transferfenster geöffnet hat, in 48 Stunden erledigt waren, sondern das dauert mitunter ein bisschen länger und das hat schon natürlich damit zu tun, dass man bei dem einen oder anderen Transfer auch länger verhandelt. Das gehört dazu. Wir wollen halt wie in allen Bereichen des Vereins mit den Ressourcen, die wir haben, natürlich sorgfältig umgehen. Wächst denn RB Leipzig auch, was sozusagen das Transfervolumen angeht, das Transferbudget, was Gehaltsbudgets angeht? Wächst das sozusagen mit den Erfolgen des Vereins jetzt? Ja, das ist ja logisch. Also wenn, das habe ich ja immer gesagt, dass sich unsere Leitplanken natürlich verschieben. Wenn du Bundesliga spielst und dich nicht für den europäischen Wettbewerb qualifiziert hast, dann hast du per se natürlich weniger Geld zur Verfügung und kannst dann auch weniger Geld investieren. Und wenn du Euroleague spielst, hast du sicherlich ein bisschen mehr zur Verfügung, wobei es natürlich auch eine Zeit lang braucht, bis dann die Euroleague dann auch finanziell attraktiv wird. Also sicherlich nicht in der Gruppenphase oder im Sechzehntelfinale. Da musst du schon ein bisschen weiterkommen, dass du mit der Euroleague auch Geld verdienen kannst, unabhängig von der Attraktivität des sportlichen Wettkampfs. Das haben wir bei Eintracht Frankfurt gesehen, wie viel Spaß eine Euroleague machen kann. Sicherlich ein Vorbild, was das anging, auch zu unseren Abschneiden in der vergangenen Saison. Aber wenn du dann natürlich Champions League spielst, hast du natürlich deutlich mehr Einnahmen und dementsprechend steigen dann natürlich die Möglichkeiten zum Investieren. Es steigen natürlich aber auch per se die Ausgaben. Sie hatten das Stadion in der Sommerpause eine Veränderung angekündigt. Wie sagen, wie es da jetzt ein Monat vor Bundesliga-Start drum steht?
Ja, also da wird fleißig gearbeitet im Stadion. Das sind sehr, sehr viele infrastrukturelle Maßnahmen, die wir angehen und angegangen sind. Wir haben die Sicherheitszentrale, das war ein großer Kraftakt, umgebaut. Wir sind jetzt schon dabei, die Vorbereitungen zu legen, die ja dann auch während dem Spielbetrieb weitergehen, für gewisse Erweiterungen, für die höhere Anzahl an Kiosken und Toiletten. Klar, das geht natürlich dem einen oder anderen nicht schnell genug, aber wir arbeiten schon mit Hochdruck dran. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, jetzt schauen wir mal in Ruhe und dann fangen wir mal langsam an, sondern wir haben jetzt schon uns einen Bauplan auferlegt, der eigentlich in 24 bis spätestens, das ist ja beim Bau üblich, dass es immer so ein bisschen Verzögerung gibt, aber bis 30 Monaten dann all die Maßnahmen, die wir schon mehrfach vorgestellt haben, dass die dann auch umgesetzt sind. Und der Fan wird jetzt am Anfang, wenn er zum ersten Heimspiel in die Red Bull Arena kommt, natürlich noch nicht so viel spüren, weil das halt auch nicht so schnell funktioniert. Aber ich denke, von jetzt an in 12 Monaten wird sicherlich das Stadionerlebnis ein deutlich besseres sein, als es bisher in der Vergangenheit war. Aber wir bleiben bei all den Maßnahmen, die wir schon mehrfach kundgetan haben. Es ist ein Gesamtvolumen roughly, so um die 60 Millionen, die wir jetzt in der ersten großen Bauphase in die Hand nehmen. Wir sagen nicht, dass das dann das Ende der Fahnenstange ist, aber jetzt für den ersten Schritt war das wirtschaftlich etwas, was für uns vertretbar war. Da sind viele Maßnahmen dabei, logischerweise, die du als Verein, also nicht mehr Kapazität, sondern einfach, wir wollen, dass der Fan einfacher ins Stadion kommt, dass der Fan einfacher abreisen kann, dass er nicht mehr so viel Stufen gehen muss. Also das sind jetzt natürlich alles Dinge, wo wir nicht mit mehr Erlösen planen, sondern wo wir wirklich für den Fan das Stadionerlebnis deutlich besser gestalten wollen. Und das passiert jetzt in den nächsten, ich würde mal sagen, geplant sind 24 Monaten, aber ich denke, dass es eher 30 Monate werden. Ja, ich kann mich nur Markus' Aussagen anschließen. Da sind wir natürlich synchronisiert, weil wir das im Verein auch so sehen. Wir wollen natürlich kein Ultimatum setzen, aber klar, irgendwann brauchen wir natürlich dann auch mal eine Entscheidung. Wir gehen weiterhin, und das haben wir immer wieder betont, gelassen mit der Thematik um. Wir haben natürlich gesagt, dass es wünschenswert ist, dass wir auch eine Lösung dann haben, bevor der Ball dann das erste Mal in der Bundesliga in der neuen Saison rollt. Und ich glaube, dass wir dieses Timing sicherlich dann auch einhalten können und einhalten werden. Und haben aber natürlich Timo kein Ultimatum gesetzt. Bitte sehr. Ja, ich sag mal, was ich mir so vorstellen kann, ne, und was dann Realität ist, das mögen sicherlich auch nochmal so ein bisschen unterschiedliche Dinge sein. Ne? Ich glaube, wir sind in einem konstruktiven und guten Gesprächen, die dann halt auch zu einem vernünftigen Ergebnis führen werden. Also es ist ja auch nicht so, dass wir hier schlechte Gespräche mit Timo oder mit Karl-Heinz Förster führen, sondern die sind zu jedem Zeitpunkt waren die jetzt hier von Respekt gefüllt auf beiden Seiten und von Respekt geprägt, und dementsprechend schauen wir jetzt, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert, und dann werden wir sicherlich auch in der Causa Werner dann eine Entscheidung haben. Nein, wir haben ja damals gesagt, dass wir ein Vertragsangebot vorgelegt haben, und das ist ein sehr, sehr gutes Vertragsangebot, was es jetzt auch gar nicht nachzubessern gilt, sondern wir haben, stehen weiterhin zu dem Angebot, was wir Team und seinem Berater vorgelegt haben. Und es ist natürlich legitim, dass sich ein junger Nationalspieler dann auch Gedanken macht um seine Karriere. Und es ist natürlich auch auf der anderen Seite völlig legitim, dass ein Verein natürlich mit so einem hochtalentierten Spieler A verlängern möchte. Und wenn er nicht verlängern möchte, das ist nun mal das Fußballgeschäft, dass er ihn dann auch verkaufen möchte. Und ich glaube, dass Timo bisher bei uns eine überragende Zeit hatte, dass das der absolut richtige Schritt war, damals vom VfB Stuttgart zu wechseln, wo er dann am Ende ja noch nicht mal mehr auf der Reservebank, sondern
dann auf der Tribüne saß. Und bei uns ist er zum Nationalspieler geworden und hat tolle Spiele abgeliefert und tolle Tore geschossen und ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft geworden. So, und das... sich ein Spieler natürlich nach dieser fulminanten Entwicklung jetzt Gedanken macht, wie geht das jetzt weiter, ist legitim. Und genauso ist es legitim, dass wir als Verein, und so funktioniert natürlich das Business, auch überlegen, wie geht's weiter. Und idealerweise gibt es für uns nur zwei Szenarien, nämlich verlängern und verkaufen. So. Ja, das ist ja immer so, dass wir als Verein natürlich grundsätzlich das Heft des Handelns in der Hand haben wollen und das natürlich auch versuchen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo ein Spieler einen Vertrag hat, der dann halt in der kommenden Saison oder in der nächsten Saison, hat ja noch nicht begonnen, dann ausläuft. So, und jetzt gilt es, und das ist ja ein normaler Prozess, also das, ich sag mal, Werner, RB Leipzig, Causa ist ja jetzt nicht einzigartig in der Bundesliga oder im Fußball, sondern da gibt es genug andere Vereine und Spieler, die natürlich auch mit einem Spieler diskutieren, ob er verlängert oder ob man ihn im letzten Vertragsjahr verkauft. Und unbefriedigend, also ich glaube, dass das Thema Werner die Medien stärker beschäftigt hat, als es uns beschäftigt hat, weil wir natürlich intern in einem vernünftigen, konstruktiven Dialog sind. Aber, und das gehört sicherlich zur Wahrheit auch dazu, sicherlich kein Ultimatum, aber irgendwann braucht man natürlich dann auch mal eine Entscheidung und irgendwann möchte sicherlich dann auch Timo Werner und Karl-Heinz Förster eine Entscheidung mitteilen. Das sind ja zwei Themen. Also zum einen zum technischen Ablauf. Ja, also wir haben 22.000 oder 21.000 Dauerkarten total reibungslos verkauft und dann haben wir in dem mit dem SAP-System in dem Warteraum dann massive Probleme gehabt in den letzten zwei Tagen. Da kann auch ich mich als Geschäftsführer nur entschuldigen. Wir sind grundsätzlich mit dem System zufrieden, merken aber, und da sind wir nicht der einzige Bundesligist, dass es, wenn es ein ganz, ganz hohes Aufkommen gibt, dass der Server dann da streikt. Das ist natürlich für all die, die dann ihre Dauerkarte verlängern oder kaufen möchten, extremst unbefriedigend, extremst. So, da können wir uns nur für entschuldigen. Und arbeiten mit SAP an einer Lösung, die dann in Zukunft besser funktioniert. Das ist kein neues Thema, aber wir haben uns aus verschiedenen strategischen Gründen für SAP entschieden und wollen eigentlich ungern auch von diesem Ticketing-System abrücken. Müssen natürlich auch gucken, dass der Fan nicht drunter leidet. Das zu Ihrem zweiten Teil der Frage. Und erster Teil der Frage, ja, das ist natürlich auch per se natürlich was Schönes, wenn es viel mehr Menschen gibt, die zu uns kommen wollen. Natürlich verstehe ich auch, dass da Frust ist bei denen, die keine Dauerkarte bekommen. Aber auch da sind wir nicht der einzige Bundesligist, der dann irgendwann mal sagt, so und so viele Dauerkarten gibt es. Wenn ich mir die Wartelisten in Dortmund oder beim ersten FC Köln anschaue, dann glaube ich, ist es bei uns dann noch ein Stück weit einfacher, eine Dauerkarte zu bekommen. Und wir glauben, dass das die Regeln, so wie wir sie aufgesetzt haben, dass sie fair sind und vernünftig sind und wollen auch an denen festhalten. Ja gut, also jetzt erstmal unser Sportdirektor Markus Krösche, mit dem ich mich dazu austausche. Und natürlich machen wir uns dann Gedanken und natürlich sind wir natürlich nicht blauäugig und haben dann auch keinen Plan B oder keinen Plan C. Das gehört natürlich dazu. Den musst du auch haben, wenn sich jetzt auch noch jemand in der Vorbereitung verletzt. Also vergessen wir mal Timo Werner, sondern wir haben, wie gesagt, hoffen wir nicht, aber wir haben ein Testspiel, jemand verletzt sich, der bei uns klarer Stammspieler ist. Dann brauchst du natürlich auch noch einen Plan B. So, und deswegen gibt es ja bei uns auch eine extremst große Scouting-Abteilung, die sich nicht nur damit beschäftigt, okay, wir brauchen jetzt drei Spieler und die drei Spieler müssen wir verpflichten, sondern
die natürlich sehr breit aufgestellt ist und sich mit vielen Optionen und Spielern beschäftigt. Und dementsprechend sind wir sicherlich auch auf die verschiedenen Szenarien eingestellt. Wie gesagt, wir hoffen nicht auf das Beispiel, was ich gebracht habe, dass wir uns darauf einstellen müssen. Aber das gehört zum Profifußball natürlich auch dazu. Ja, wir kommentieren natürlich nicht alles, was dann auch von seinem Berater kommuniziert wird. Fakt ist, dass Emil natürlich eine ganz, ganz wichtige Stütze und Säule bei uns im Verein ist. Er hat nach seiner langen Verletzung und wir haben als Verein viel Energie reingesteckt, um ihn wieder fit zu bekommen. Und dann hat er wirklich die letzten Monate auch fantastisch gespielt und war natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir dann am Ende auch so eine erfolgreiche Saison gespielt haben. Dementsprechend ist das natürlich ein Spieler, mit dem Julian Nagelsmann auch plant, jetzt für die Zukunft und für die kommende Saison. Alles andere kann ich nur sagen, dass wir das Korsett der Mannschaft natürlich zusammenhalten wollen und dass bei uns natürlich auch grundsätzlich nur Spieler eine Chance haben, uns zu verlassen, wenn sie dann halt auch eine Ausstiegsklausel haben. Gibt es noch Fragen? Ja, dann bitte sehr. Ja, Ralf war ja hier und was sicherlich gut ist, dass er sich jetzt hier auch nochmal ein Bild gemacht hat für sich, das ist völlig okay, Fakt ist und vielleicht muss man da nochmal zwei Sätze loswerden zu der Rolle von Ralf Rangnick. Ralf Rangnick ist nicht mehr Teil von RB Leipzig, sondern Ralf Rangnick arbeitet jetzt bei Red Bull und ist dort verantwortlich für Fußball und da gibt es wie gesagt noch zwei weitere Vereine, um die er sich kümmert, um Brasilien und um New York und er hat mir eben mitgeteilt, dass er jetzt in den nächsten Wochen in Brasilien und in New York sein wird, um sich dann da auch natürlich ein Bild zu machen von den Strukturen, die er noch, natürlich noch gar nicht so kennt wie hier in Leipzig, weil hier hat er sie aufgebaut und mitgeprägt. Ja, er ist ein Consultant. Ne? Genauso wie ich kann ich Ihnen sagen, Gérard Houllier, gestern in Sachen eines Transfers, ich habe gestern 12-mal mit Gérard Houllier telefoniert, wenn es reicht, weil wir ihn gebraucht haben in Sachen eines Transfers, eines Spielers, den wir noch verpflichten wollen, weil er dort Beziehungen hat zu dem Verein, weil er ein gutes Netzwerk hat. So, und Ralf Rangnick ist für uns jetzt ein ganz, ganz wichtiger Berater, der natürlich RB Leipzig in- und auswendig kennt, der aber jetzt die Aufgabe hat, aus Sicht von Red Bull natürlich die Dinge stärker auch miteinander zu verzahnen und natürlich auch Synergien aufzuzeigen. So, und dementsprechend wird er jetzt auch viel reisen, viel unterwegs sein und wir hier in Leipzig erhoffen uns natürlich große Synergieeffekte. Ne? Wenn es einen Spieler wie Tyler Adams jedes Jahr geben würde, dann würden wir sicherlich in die Hände klatschen und uns freuen und ihn mit Kusshand nehmen. Und dass natürlich die Clubs, die Red Bull besitzt, Brasilien und New York, sicherlich da noch Potenzial haben. Und wenn ein Clubbilder wie Ralf Rangnick kommt und dort Strukturen aufsetzt, dass das sicherlich erfolgreich sein wird, da bin ich mir sicher. Aber hier vor Ort haben das Zepter in der Hand, vor allem im sportlichen Bereich, Julian Nagelsmann und Markus Krösche. Und so wird es dann auch in der Zukunft sein. Aber es sollte sich keiner beunruhigt fühlen, wenn dann Ralf Rangnick immer mal wieder auftaucht. Also das ist auch gewünscht, ist auch von mir gewünscht, ne? Weil auch wenn ich mal Fragen habe, dann frage ich auch mal Ralf Rangnick und sage, Mensch, wie sieht es aus, was meinst du, was denkst du dazu? Und das wäre fatal, wenn ich das oder die anderen das nicht tun würden. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir Ralf mit seinem Know-how dann auch letztendlich weiter, dass er weiterhin mit seinem Know-how zur Verfügung steht. Schlechter wäre es für mich, er wäre jetzt irgendwo in die Premier League gewechselt und würde jetzt versuchen, Mitarbeiter und Spieler abzuwerben. Also daher freue ich mich, dass wir weiterhin mit seiner Expertise arbeiten können.